Thema, was ist Klimawandel und was sind die Ursachen für den Klimawandel? Ich werde auf sehr grundlegende Dinge eingehen, weil ich denke, dass man überhaupt erstmal verstehen muss, worum es bei dem Thema geht. Und wenn wir von Klimawandel reden, dann fragen wir erstmal nach dem Klima an sich. Ich bin mir sicher, bei jedem, den ich jetzt fragen würde, dem wäre bewusst, was der prinzipielle Unterschied zwischen Wetter und Klima ist. Aber da gibt es noch weitergehende Begriffe. Und deswegen fange ich mal mit der ältesten, also die ich gefunden habe, ältesten Definition an, von einem Meteorologen, Julius von Hann, der gesagt hat, Klima ist die Gesamtheit aller meteorologischen Erscheinungen, die den mittleren Zustand der Atmosphäre an irgendeiner Stelle der Erdoberfläche charakterisieren. Ich finde, das ist eine Beschreibung, die man bis heute genauso stehen lassen kann. 1983 eine etwas modernere Definition, Klima ist die örtliche charakteristische Häufigkeitsverteilung atmosphärischer Zustände und Vorgänge über einen hinreichend langen Bearbeitungszeitraum. Und dieser Bearbeitungszeitraum, der ist so zu wählen, dass er der Häufigkeitsverteilung von Zuständen und Vorgängen am Bezugsort gerecht wird. Das ist so allgemein, wie es geht und nimmt überhaupt keinen Bezug, wie lang dieser Zeitrahmen denn überhaupt sein soll. Und deswegen gehe ich gleich mal weiter zur Definition des IPCC. Und ich werde zum IPCC direkt auf einer der nächsten Folien was sagen. Deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. IPCC sagt, Klima ist die statistische Beschreibung in Form von Durchschnitt und Variabilität relevanter Größen über eine Zeitspanne im Bereich von Monaten bis Tausenden oder Millionen von Jahren. Der klassische Zeitraum zur Mittelung dieser Variablen sind 30 Jahre. Endlich haben wir eine Zeitangabe. Und das wird auch von der Weltmeteorologischen Organisation so unterstützt und auch mitdefiniert. Und diese relevanten Größen, die man dann über 30 Jahre mittelt, sind Temperatur, Niederschlag, Windverhältnisse, um die geht es hier. Der Deutsche Wetterdienst, DWD, definiert Klima als Zusammenfassung aller Wettererscheinungen, die den mittleren Zustand der Atmosphäre, das haben wir jetzt wieder, mittlerer Zustand der Atmosphäre, scheinbar scheint sich darauf einzupendeln, an einem bestimmten Ort oder in einem mehr oder weniger großen Gebiet charakterisieren. Er wird repräsentiert durch die statistische Gesamteigenschaft, Mittelwert, Extremwert, Häufigkeiten und so weiter über einen genügend langen Zeitraum. Im Allgemeinen wird ein Zeitraum von 30 Jahren zugrunde gelegt, die sogenannte Normalperiode. So, und da sind wir und das halten wir uns jetzt auch. Wir definieren unsere gemittelten Werte für Klima über 30 Jahre. Und davon abzugrenzen ist relativ einfach. Wetter sind Phänomene, die über Stunden bis wenige Tage gehen. Witterung sind Phänomene, die bis zu einer Woche, bis zu einem Monat in manchen Definitionen, aber normalerweise nimmt man eine Woche als Grenze für Witterung. Ja? Und davon abzugrenzen ganz klar die langfristigen Klimaerwartungen. Vielleicht sage ich vorab noch mal was, weil das ist eine Frage, die sowieso sich immer stellt. Wenn ich mich darauf verlasse, dass die Wettervorhersage für in 2 Tagen oder für in 3 Tagen Sonne ansagt und ich mache alle meine Pläne, dann sind diese Pläne meistens hinfällig. Weil eine Wettervorhersage über mehr als 1-2 Tage hinaus relativ unzuverlässig sind. Wir machen jetzt Aussagen über eine Periode von 30 Jahren und wenn wir das Klima langfristig betrachten, über Hunderte, Tausende, vielleicht sogar Millionen Jahre. Wie soll das gehen? Wie sollen wir aus einer Beschreibung, die im, ich sage jetzt mal von meiner Sicht, mikroskopischen so ungenau ist, im makroskopischen auf eine genaue Definition dessen kommen, wohin sich ein Klima entwickelt, wie das Klima ist. Und ich komme aus der physikalischen Chemie und da gibt es Prozesse, die ich ganz ähnlich sehe wie den Zusammenhang zwischen Wetter und Klima. Wir können auf mikroskopischer Ebene zum Beispiel das Verhalten eines Gases, was sich in einem Behälter befindet, nicht mikroskopisch voraussagen. Wir wissen nicht zu jedem Zeitpunkt, wo sich ein Teilchen befindet. Wir können statistische Aussagen machen, die das Ensemble betreffen.
Und diese aus den statistischen Aussagen abgeleiteten Größen wie Druck, Temperatur sind absolut exakt definiert. Auch wenn ich die Einzelbestandteile, die jetzt mein System, mein Gassystem ausmachen, nicht zu jedem Zeitpunkt ganz genau mikroskopisch beschreiben kann. Makroskopisch ist es so gut definiert, dass ich genau weiß, wie sich Druck, Temperatur, Volumen in der Zukunft entwickeln werden. Ja, also das ist eine Analogie, keine Gleichheit. So, nachdem wir jetzt einigermaßen geklärt haben, was Klima ist, was ist Klimawandel? Als Klimawandel bezeichnen wir im engeren Sinn die Änderung des Klimas durch natürliche oder anthropogene Einflüsse. Das legt schon ganz klar nahe, es gibt sowohl natürliche Einflüsse und wir wissen es alle, jeder hat schon mal gehört, dass es Eiszeiten gab und dass es Warmzeiten gab. Also gab es in der Vergangenheit andere Klimata und wenn es andere gab, muss es sich irgendwann mal gewandelt haben. Davon ganz klar abzutrennen, der Teil, den wir als Menschheit, also anthropogen, verursachen. So, und diese Erwärmung, die wir im Moment feststellen, auf die ich heute ein bisschen eingehen werde, die ist bisher in dieser Art noch nie aufgetreten. Und was das Besondere ist, das wird Teil dieser Vorlesung sein. Also was macht diesen jetzt anthropogen verursachten Klimawandel so anders von den Klimawandeln, die die Erde in ihrer Erdgeschichte schon erlebt hat? So, die Erwärmung unseres Klimasystems ist sehr eindeutig, und wir haben Messungen, die bis auf die 50er Jahre sehr exakt zurückgehen, also Temperaturmessungen. Und die zeigen Veränderungsraten, die in den letzten Jahrtausenden noch nie aufgetreten sind. Sowohl die Atmosphäre als auch der Ozean, als auch der Erdboden haben sich erwärmt. Schnee- und Eismengen gehen zurück, der Meeresspiegel ist angestiegen und die Konzentration aller Treibhausgase haben zugenommen. Ich habe jetzt hier einfach ein paar Punkte aufgeführt, die vom schon erwähnten IPCC zusammen als Definition für Klimawandel gebraucht wurden. Noch eine weitere Definition, weil man immer so sieht, dass Klimawandel in einen Widerspruch gesetzt wird zu ökonomischen Interessen. Ja, es wird immer versucht auszuspielen, Ziele, die wir erreichen können, wollen, müssen, um diesen Klimawandel einzugrenzen, von ökonomischen Entwicklungen. Und deswegen gucken wir mal in Gablers Wirtschaftslexikon. Die haben den Begriff Klimawandel da auch aufgeführt. Und die schreiben, also es handelt sich um eine anthropogen verursachte Veränderung des Klimas auf der Erde. Sie machen den Ausstoß von Treibhausgasen dafür verantwortlich und haben schon die Folgen im Blick. Es wird zu einer Änderung der Vegetation und Niederschlagshäufigkeit, Anstieg des Meeresspiegels und mit einer Zunahme von Extremwetterereignissen zu rechnen sein. Diese Veränderungen führen daher auch für Unternehmen zu potenziellen Risiken und Chancen. Also Gablers Wirtschaftslexikon listet hier auch schon Chancen auf, die das Ganze bietet. Und wir werden im Laufe der Vorlesungsreihe Vorträge hören, die genau auf diese Aspekte eingehen. Ich werde immer mal zwischendurch einstreuen, wo vielleicht jemand anders noch was dazu zu sagen hat und ich diese Aspekte hier komplett ausklammere. So, wir kommen zum IPCC. Was ist das IPCC? Das IPCC ist eine Abkürzung für Intergovernmental Panel on Climate Change, also zwischenstaatliche Einrichtung zur Untersuchung des Klimawandels, auf Deutsch ganz häufig mit Weltklimarat übersetzt. Der Weltklimarat ist zum einen eine Institution der Vereinten Nationen. Da tragen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den aktuellen Stand der Klimaforschung zusammen und bewerten und untersuchen den anhand von Veröffentlichungen, die andere Wissenschaftler erarbeitet haben. Grundlagen für die wissensbasierte Entscheidung der Politik sollen gelegt werden, aber es sollen so wenig Lösungsmöglichkeiten oder Lösungswege wie möglich vorgeschlagen werden. Ja, das sind originär politische Entscheidungen. Und genau zu diesen politischen Entscheidungen wird es einen Vortrag geben vom Herrn Küper, der ist Pressesprecher von German Watch, also Pressesprecher des politischen Direktors von German Watch und der genau auf diese Aspekte, was sind die politischen Rahmenbedingungen, die im Zusammenhang mit dem Treibhauseffekt oder mit dem Klimawandel stehen.
So, wer ist alles am IPCC beteiligt? Es ist ein wissenschaftliches Gremium und gleichzeitig ein zwischenstaatlicher Ausschuss. IPCC hat seinen Sitz in Genf und es gehören ihm Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt an. Die arbeiten ehrenamtlich, auch das gleich mal, weil man hört häufig das Argument, die werden ja dafür bezahlt, was sie tun und natürlich, wes Lied ich singe und dieses alles. Nein, sie werden dafür nicht bezahlt. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Tragen dazu bei als Autorinnen und Autoren, sowie Gutachterinnen und Gutachter. Und um irgendwelche Abhängigkeiten auszuschließen, werden von Periode zu Periode, im Moment sind wir beim fünften Forschungsbericht des IPCC angelangt, für jede Periode werden neue Autorenteams zusammengestellt. Dass man nicht sagt, es ist immer derselbe, der sowas verfasst. Also der vierte hat ein ganz anderes Autorenteam, der letzte als jetzt der aktuelle, der fünfte. Weiterhin sind Regierungen von Staaten darin vertreten, die Mitglieder der Vereinten Nationen, die Weltmeteorologische Organisation und über die Regierungen sind 195 Staaten im Moment Mitglied des IPCC, also auch fast alle, die in den Vereinten Nationen sind. Zusätzlich sind noch Beobachterinnen und Beobachter zugelassen von mehr als 100 akkreditierten internationalen Organisationen und der Zivilgesellschaft. Das Ziel ist tatsächlich, eine so große Meinungsvielfalt wie möglich abzubilden, weil es soll ein Effekt untersucht werden, der eben nicht nur wissenschaftlich-akademisch ist, sondern das Leben von allen Menschen auf diesem Planeten in irgendeiner Weise berührt und berühren wird. Warum wurde jetzt dieser IPCC gegründet? Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, also ich habe gesagt, erste Messungen gab es in den 40er und 50er Jahren, wurde vermehrt festgestellt, dass sich die Atmosphäre und vor allen Dingen der Boden erwärmt und dass Aktivitäten der Menschheit dafür verantwortlich sein können. Ich bleibe bei dieser Folie mal sehr allgemein. Und daraufhin hat das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und die Weltorganisation für Meteorologie sich zusammengeschlossen und haben 1988 den IPCC gegründet. Und das Ziel war es, zu erklären, welche Gefährdung geht von der Erderwärmung aus und muss gehandelt werden oder kann man die Entwicklung einfach so weiterlaufen lassen. Und mit diesen Fragestellungen werden wir uns jetzt hier befassen. Die Folie habe ich beim letzten Mal schon gezeigt, bei der Einführung. Und da geht es erstmal um diagrammatische Darstellungen von Zusammenhängen. Also hier ist mal gezeigt, die Temperaturentwicklung von 1880 bis 2019, der letzte schwarze Datenpunkt ist der von 2019. Natürlich ist von Jahr zu Jahr die Durchschnittstemperatur Schwankungen unterlaufen, deswegen ist diese schwarze Kurve sehr stark gezackt. Um das ein bisschen auszugleichen, kann man einen gleitenden Mittelwert machen. Hier ist ein gleitender 5-Jahres-Mittelwert. Nochmal ganz kurz, was ist ein gleitender Mittelwert? Ich nehme immer das letzte Jahr raus, nehme ein neues Jahr und schiebe dieses Mittelwertfenster über meine ganze Verteilung darüber. Ja, das ist ein gleitender Mittelwert. Auf die Art und Weise kommen wir zu dieser roten Kurve, die einen eindeutigen Trend zum Temperaturanstieg seit 1880 zeigt. Und wenn wir mal gucken, unten sind wir ungefähr bei minus 0,4 und oben sind wir ungefähr bei 0,8 in etwa. Also sagen wir mal 1,2 Grad Differenz zwischen der kältesten Temperatur und der wärmsten Temperatur. So. Auf der linken Seite haben wir Temperaturanomalie, also eine Abweichung von einem Mittelwert. Den Mittelwert habe ich mal extra eingezeichnet, das ist die grüne, fette Linie. Und dafür wurde die Temperatur zwischen 1940 und 80 zur Basisgröße gewählt. Alles, was kälter ist, hat auf der linken Seite ein Minus. Alles, was wärmer ist, hat auf der linken Seite ein Plus. So, und jetzt, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit Temperaturabweichungen und nicht mit Absoluttemperatur? Ja, wenn ich rausgehe, interessiert mich, hat es heute 9 Grad oder hat es 25 Grad? Und das ist erstmal eine Frage, weil wir werden uns praktisch nur mit diesen Diagrammen in dieser Art beschäftigen, die Abweichungen von einem Mittelwert zeigen. Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Man kann Abweichungen oder Änderungen genauer messen als Absolutwerte. Und
als Beispiel dessen, wähle ich mal was, was Sie kennen werden, wenn Sie eine Waage im Badezimmer stehen haben, dann ist bei diesen alten Federwagen üblicherweise eine Abweichung von, steht drauf, plus minus 5%. Wenn Sie wie ich 80 Kilo wiegen, dann heißt das, Sie haben eine Unsicherheit von plus minus 4 Kilo, wenn Sie sich auf diese Waage stellen. Eine absolute Unsicherheit von plus minus 4. Also stellen wir uns vor, Sie steigen einen Tag auf diese Waage und wiegen 80 Kilo. Dann wissen Sie, Sie wiegen irgendwas zwischen 76 und 84 Kilo. Wenn Sie sich jetzt eine Woche später wieder draufstellen und wiegen dann 81, wissen Sie ziemlich genau, dass Sie um ein Kilo zugenommen haben. Weil die absolute Unsicherheit wird sich ja nicht geändert haben in diesem Bereich. Ja? Das ist sozusagen die absolute Unsicherheit dieser einen Messung und die ist nächste Woche genauso. Das heißt, Sie können durchaus daraus schließen, dass Sie ein Kilo, wenn Sie 81 wiegen zu, 79 ein Kilo abgenommen haben, mit einer Genauigkeit, die viel, viel größer ist als plus minus 4. Weil sonst wissen Sie ja gar nichts. Wenn plus minus 4 bei einem Kilo, wissen Sie immer noch nicht, ob Sie ab- oder zugenommen haben. Also die Differenzen können Sie genauer bestimmen als Absolutwerte. Und genauso ist das bei den Temperaturen. Absolutwerte von Temperaturen haben eine unglaublich große Variabilität. Das ist ja auch klar. Wenn eine Messstation irgendwo in Afrika steht, eine Messstation steht auf Grönland, werden die natürlich eine unglaublich weit auseinanderliegende Absoluttemperatur messen. Wenn ich jetzt auf der ganzen Welt alle Messstationen mittle, dann würde das nur dann zu einem wirklich sinnvollen Wert für die Absoluttemperatur führen, wenn alle Klimazonen gleichmäßig mit Wetterstationen bestückt wären. Nur dann könnte ich die gesamte Erdoberfläche richtig abbilden. Das ist natürlich nicht. Ja, in einigen Klimazonen gibt es praktisch gar keine Klimastationen. In anderen Industrieländern gibt es ein unglaublich dichtes Netz. Und wir müssen, wenn wir aus diesen Daten hochrechnen wollen, was sind denn Absoluttemperaturen, sehr ausgeweihte statistische Verfahren anwenden, um diese Fehler auszugleichen. So, was aber viel einfacher ist, ist die Temperaturänderung zu messen. Weil an jedem Punkt der Erde kann ich sehr genau die Änderung von dem jetzigen Absolutwert zu einem geänderten Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt messen. Und das wird in der Klimaforschung gemacht. Und der Trick dahinter ist, dass Änderungen von Temperaturen viel weiträumiger korreliert sind als Absoluttemperaturen. Das Beispiel, was ich dazu gelesen habe, ist, wenn man einen warmen Frühling in einem Tal der Alpen hat, dann ist die Chance, dass alle Alpentäler in diesem Frühling zu warm waren oder wärmer als der Durchschnitt, sehr, sehr groß. Temperatur, also Korrelationen aus Temperaturänderungen haben normalerweise einen Radius von ungefähr 1000 Kilometern. Das heißt, innerhalb dieser 1000 Kilometer sind Änderungen der Größe Temperatur stark korreliert. Die Absoluttemperaturen sind aber unkorreliert darin. Ja, das ist der weitere Grund, warum man Temperaturänderungen nimmt. Und der letzte Punkt ist, es gibt ja gar kein Temperaturoptimum für die Menschheit. Ja? Sonst könnten wir sagen, in Afrika kann ja niemand leben, da ist es viel zu kalt. In Skandinavien zu warm. In Skandinavien kann niemand leben, da ist es viel zu warm. Das einzig vernünftige Klima ist Mitteleuropa oder was weiß ich. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber wenn bei uns es 4 Grad wärmer oder auch meinetwegen 4 Grad kälter würde und dasselbe passiert in Afrika, wären wir hier in genau derselben Weise betroffen wie dort. Vielleicht sind die Leute in Afrika von der 4 Grad Temperatursteigerung stärker betroffen als wir von 4 Grad. Aber trotzdem ist für das Überleben eine Änderung von einem bestimmten Wert, der im Moment an dieser Stelle herrscht, von viel größerem Belang als die Absoluttemperatur, die jetzt da gerade herrscht. Ja? Nehmen wir zum Beispiel Küstenlinien. Wir haben unsere Städte so gebaut, dass sie nah an Küstenlinien der Meere liegen, weil das praktisch ist für Transport, für Mobilität, für alles. Wenn der Meeresspiegel steigt, weil die Temperatur steigt, dann werden diese Städte zum Teil, also entweder bauen sie höhere Deiche oder sie werden verschwinden. Und natürlich hat deswegen die Temperaturänderung einen Einfluss. Ja? Wenn es damals schon wärmer gewesen wäre, wäre man weiter mit den Städten zurückgegangen. Insofern sind Temperaturänderungen
viel, viel wichtiger als Absoluttemperaturen. Trotzdem sage ich jetzt eins über Absoluttemperaturen, weil diese Zahl geistert immer wieder durch die Presse und ich werde sie auch verwenden in der Vorlesung, nämlich eine Durchschnittstemperatur von 15 Grad. Das ist das, was man mit den besten Mitteln als Durchschnittstemperatur der Erde, Durchschnittsoberflächentemperatur der Erde bezeichnen kann. Das ist ein Mittelwert, der aus Landtemperaturen, aus Wasser, also Ozeantemperaturen gewonnen wurde. Aber wie gesagt, es ist nicht wichtig, ob das jetzt 15 oder 16 oder 14 Grad sind. Es ist wichtig, dass wir eine Änderung von diesem Durchschnitt so klein wie möglich halten müssen. Und aus diesem Grund ist im Pariser Abkommen eine Limitierung auf 1,5 Grad jetzt festgeschrieben worden. Die EU hatte sich vorher auf 2 Grad geeinigt, maximale Temperatursteigerung. Auch die EU ist jetzt wieder zurückgegangen auf 1,5 Grad. Und das werde ich ganz am Ende dieser Vorlesung nochmal kommentieren. Warum gibt es überhaupt diese Grenzen von 1,5 und 2? Könnte das nicht irgendein ganz anderer Wert sein? So, also, wenn ich das, was ich jetzt in der ersten Hälfte gesagt habe, nochmal ganz kurz und knackig zusammenfassen möchte, dann können wir sagen, für die Erwärmung gibt es ein 2-Kelvin-Limit oder auch ein 1,5-Kelvin-Limit, aber es gibt kein Limit auf 17 Grad globale Durchschnittstemperatur. Ja, und das würde auch niemals gefordert und steht auch in keinem einzigen der IPCC-Berichte. Die Folie, die ich eben gezeigt habe, die ging zurück bis 1880. Bis 1880 haben wir sehr gute Aufzeichnungen, sogar noch ein bisschen weiter zurück, aus Kirchenarchiven, wo Küster die Temperaturen gemessen haben am Kirchturm und haben das jeden Morgen, jeden Abend aufgeschrieben. Das sind mit die wertvollsten Klimaarchive, die wir zur Verfügung haben. Und die werden heute immer noch gesucht und ausgewertet und auf die Art und Weise kommt man auch wieder unter Anwendung statistischer Verfahren zu sehr, sehr guten Mittelwerten der Temperaturänderungen. Wenn wir jetzt aber weiter zurückschauen, und wir wollen ja auch mal in die Vergangenheit gucken, wenn wir sagen, das, was jetzt passiert, ist so ausgezeichnet und so einmalig, dann müssen wir auch weit in die Vergangenheit zurückschauen, um das mal vergleichen zu können. Und hier ist jetzt mal eine Zeitskala aufgezeichnet. 0 ist heute und 600 sind 600.000 Jahre. Das heißt, wir haben hier ein Klimaarchiv von 600.000 Jahren und wir fangen mal mit der schwarzen Kurve an. Die schwarze Kurve, also die dritte von unten, zeigt die Variation des CO2-Gehalts. Ich greife jetzt ein bisschen vor, wir werden uns sehr viel mit CO2 und seiner Funktion auf das Klima befassen und deswegen ist es ganz interessant mal zu gucken, was macht denn das CO2? Und wir sehen, über die letzten 600.000 Jahre haben wir durchaus große Schwankungen von 200 ppm, und jetzt sage ich nochmal was zu dieser Einheit, ppm sind parts per million. 200 ppm heißt, die Atmosphäre enthält 200 Teilchen, also in dem Fall Moleküle, CO2 pro einer Million Luftmolekülen, Luftteilchen. Ich unterscheide jetzt hier zwischen Teilchen und Molekülen, weil es gibt auch atomare Gase, nämlich Argon in unserer Atmosphäre und das ist immerhin zu 1% enthalten. So, also wir haben Schwankungen zwischen 200 Teilchen pro einer Million und ungefähr 320 Teilchen pro einer Million. Und rechts die Kurve, also dieser rot gezeichnete Anteil, das ist die Steigerung des CO2, die wir in der Zeit seit der industriellen Revolution, also ungefähr 1850, 1860, erreicht haben. Was wir sehen, wir sind jetzt bei einer Konzentration angekommen, also aktuell 2019 war die Konzentration 415 ppm, also doppelt so hoch wie im Minimum vor 600.000 Jahren. Natürlich haben wir hier Schwankungen drauf von ungefähr 100 ppm, aber wir haben jetzt schon den Gehalt praktisch verdoppelt. Also wir sind von vorindustriell in etwa 280 ppm auf 415 ppm angestiegen. So, gleichzeitig, wenn wir die nächste Kurve, die blaue, anschauen, haben wir eine viel, viel kleinere Variabilität des Methangehalts in der Atmosphäre und parallel, als der starke Anstieg der CO2-Konzentration begann, einen starken Anstieg der Methankonzentration. Warum? Also das können zwei unabhängige Gründe sein. Sie können korreliert sein. Sowas kann man aus so einem Diagramm nicht sehen, ob Größen miteinander korreliert sind, also ob sie voneinander abhängen.
Wenn wir uns eine weitere Grafik dazu anschauen würden, nämlich die Bevölkerungsentwicklung auf der Erde, dann würden wir sehen, dass diese Anstiege, und die Grafik zeige ich später auch noch, sehr parallel laufen zur Anzahl der Menschen, die auf dieser Erde leben. Auch das ist noch kein Beweis, aber es legt nahe, dass es Effekte sind, die davon abhängen, a, wie ist unsere Aktivität auf dieser Erde geartet und wie viele Menschen üben diese Aktivitäten denn aus und was Methan erhöht und was CO2 erhöht, wenn wir uns anschauen. Aber eigentlich bin ich ja beim Thema Temperatur. Und die Temperatur ist hier unten, oder ist gar nicht gezeigt, aber hier die unterste Kurve ist was ganz Seltsames. Da steht auf der linken Seite Delta D, dazu werde ich gleich noch was sagen. Das ist das Verhältnis von zwei verschiedenen Isotopen im Eis. Und dieses Verhältnis sagt mir was aus, welche Zusammensetzung und welche Temperatur hatte das Meerwasser zu dem Zeitpunkt, als dieses Wasser verdampfte, abregnete und irgendwo an einem der Pole eine Eisschicht bildete. Und dieses Verhältnis ist temperaturabhängig. Und wenn man dieses Verhältnis genau messen kann, dann kann man aus dieser Kurve hier unten eine Temperatur ablesen. Im Moment sehen wir nur, und zwar ein größerer Delta-Wert heißt immer eine höhere Temperatur. Und wir sehen immer, wenn Methan und CO2 hoch waren, ist auch die Temperatur hoch und umgekehrt. Wenn die Temperatur niedrig war, sind die auch niedrig gewesen. So, also wir gucken in die Vergangenheit. Wie kann man aber jetzt den CO2-Gehalt von vor 600.000 Jahren wissen? Wie kann man den Methangehalt von vor 600.000 Jahren wissen? Über die Temperatur habe ich ja gerade ein bisschen was gesagt. Alle diese Größen bekommt man aus Eisbohrkernen. So, da oben habe ich mal einen abgebildet. Das ist ein Ausschnitt aus dem Eisbohrkern des Greenland Ice Sheet Projects mit sogenannten Jahresringen. Also jedes Jahr scheidet sich eine neue Schicht Eis ab. Und das ist wie mit den Jahresringen der Bäume. In Jahren mit großem Niederschlag ist diese zusätzlich abgeschiedene Schicht dick, in Jahren mit wenig Niederschlag dünn. Auf die Art und Weise kann man bei Bäumen, diese Methode heißt Dendrochronologie, feststellen, wie alt ist ein Baum oder wie alt ist ein Holzstück, wenn man nur einen Querschnitt hat und die Jahresringe begutachten kann. Bei Jahresringen in Bäumen nimmt man trockene Jahre mit dazu, nimmt ich würde jetzt mal fast sagen, paradox das klingt, aber man nimmt auch zum Beispiel Fremdkörper zur Datierung, nämlich kriegerische Ereignisse, ja, also Schrapnellteile, die in Bäumen über viele, viele Jahre verbleiben, werden zur genauen Datierung noch mitverwendet. Und auf die Art und Weise haben wir hier auch ein ganz charakteristisches Muster, und die Schrapnelle, die wir hier eingelagert haben, sind Folgen von Vulkanausbrüchen. Ja, Vulkanausbrüche hinterlassen in der jeweiligen Schicht eine Ascheschicht, die dann einzelne Schichten etwas dunkler zeichnet als die anderen Schichten. So, und dieser Eisbohrkern, der hier gezeigt ist, das ist ein Meter. Und dieser eine Meter wurde aus einer Tiefe von 1837 Metern hochgeholt. Also das heißt, man hat eine Eisstange rausgeholt, die ist noch tiefer, man hat über 2000 Meter genommen. Und dieser Ausschnitt von 1837 bis 1838 Metern, der zeigt 38 Jahresringe. Das heißt, in diesem Eisbohrkern von 1 Meter Länge haben wir 38 Jahre Klimaarchiv. Und die Tiefe, 1837, das kann man auch kalibrieren, entspricht einem Absolutalter von 16.250 Jahren. Das heißt, wir gucken 16.250 Jahre in die Vergangenheit. Und was wir jetzt einfach machen, wir sägen den in einzelne Bestandteile. Für jedes Jahr nehmen wir eine Scheibe, tauen die unter Laborbedingungen auf. Die darf natürlich nicht mit der heutigen Atmosphäre in Berührung kommen. Das muss im Hochvakuum passieren. Die darf nicht kontaminiert werden. Tauen die auf und die Gase, die sich da drin gelöst haben, sind ja zusammen mit dem Eis in dieser Zeit abgeschieden worden. Also jeder Jahresring, den wir hier haben, liefert uns durch die frei werdenden Gase, die wir jetzt analysieren können, das wird massenspektrometrisch gemacht, eine genaue Konzentration, wie hoch war der Methangehalt, wie hoch war
der Gehalt an CO2. In diesem, ja, auf die Art und Weise lernen wir was über Konzentrationen. Und jetzt zum Glück lernen wir aus demselben Eisbohrkern auch was über die Temperatur, also jedenfalls über diesen Delta-Wert. Und zwar, was man auch machen kann, ist die Verhältnisse der Wasserstoffisotope einfacher Wasserstoff und Deuterium, also das, was mit 2H gekennzeichnet ist. Und auch Sauerstoff hat zwei verschiedene Isotope, nämlich O16 und O18. Die unterscheiden sich nur durch die Anzahl der Nukleonen, also genauer gesagt, wie viele Neutronen sind im Kern. Die Protonen definieren mir, was für ein Kern ist es, chemisch gesehen, und die Neutronen machen mir verschiedene Isotope. Und in Ozeanwasser ist dieses Verhältnis von Deuterium zu Wasserstoff oder von O18 zu O16 sehr, sehr konstant. Und man weiß aus der physikalischen Chemie, dass wenn man eine Temperatur gegeben hat, dann ist das leichtere Isotop, also in dem Fall Wasserstoff im Vergleich zu Deuterium oder O16 im Vergleich zu 18, das erste ist jeweils das leichtere Isotop, etwas angereichert. Also man kann sagen, das leichtere geht auch leichter in die Gasphase. So, also ich verdampfe es zu einer bestimmten Zeit vor 16.000 Jahren mit einem gewissen Verhältnis von Deuterium zu Wasser, was sehr konstant ist im Wasser, aber in der Gasphase ist, je wärmer es wird, das leichtere umso stärker angereichert. Und, dann regnet es sich irgendwann ab über einen der Pole, bildet eine Eisschicht. Und dann gibt mir das Verhältnis von Deuterium zu Wasserstoff und von O18 zu O16. Und das ist das, was ich eben in dieser anderen Folie als Delta-Werte bezeichnet habe. Dieser Delta-Wert lässt mich dann die Temperatur bei der Verdampfung dieses Wassers rekonstruieren. Und auf die Art und Weise kann man eben absolute Temperaturskalen auch in der Vergangenheit definieren. So, jetzt ganz kurz. Wie ist unsere Atmosphäre eigentlich zusammengesetzt? Das Wichtigste ist, 78% sind Stickstoff, 21% sind Sauerstoff und 1% sind Argon. Und wenn wir das jetzt mal schnell ganz grob zusammenrechnen, sehen wir, mit den ersten drei Gasen haben wir 99% erreicht. Das heißt, unsere Atmosphäre ist praktisch Stickstoff, Sauerstoff und Argon. Erst an vierter Stelle kommt das Kohlendioxid mit 410 ppm, also im Moment sogar 415 ppm, oder wenn wir es in Prozent auch ausdrücken wollen wie oben, 0,04%. Ja? Also der ganze Rest ist jetzt sehr wenig. Und jetzt gehen wir mal weiter nach unten. Irgendwann geht die Skala von ppm nach ppb. Das sind dann Parts per Billion. Das ist die englische Billion, auf Deutsch eine Milliarde. Also das ist ein Teilchen, ein ppb wäre ein Teilchen pro einer Milliarde Teilchen. So, nur für die Naturwissenschaftler, es gibt hier einen Unterschied zwischen dem Volumenanteil, also so und so viele Teilchen pro Volumengas, oder dem Massenanteil, so und so viel Masse eines Gases pro Masse der Luft. Und der rechte Wert, der ppm und ppb-Wert auf der rechten Seite, der Massenanteil, unterscheidet sich immer relativ stark von dem Volumenanteil. Man muss immer aufpassen, wenn man in Zeitungen liest, worauf sich eine Größe bezieht. Also das habe ich schon sehr häufig gesehen, dass mir ein Wert überhaupt nicht bekannt vorkam. Und im Endeffekt lag es daran, dass der weniger gebräuchliche Massenanteil verwendet wird. Also ein Chemiker, der zwei Feststoffe mischt, der interessiert sich für den Massenanteil. Ja, wie viel Gramm von dem einen sind in der Gesamtmenge oder in der Gesamtmasse meiner Probe enthalten. Der Atmosphärenphysiker und Chemiker arbeitet ja mit Gasen. Der interessiert sich eher, wie groß ist das Volumen des einen im Gesamtvolumen des anderen. Ja? Und das sind die auf der linken Seite gegebenen Volumenanteile. Das heißt, wenn ich hier in der Vorlesung von ppm und ppb rede, sind es immer Volumenanteile, niemals Massenanteile. Um ganz sicher zu gehen, kann man das Ganze noch mit einem großen V versehen, was dann die Erinnerung ist, ich arbeite in Volumenanteilen. Ja, ppm V heißt einfach nur Parts per Million bezogen auf das Volumen. So, auf der rechten Seite ist auch ein bisschen angegeben, was ist die Hauptquelle dafür,
Biogen heißt natürlich aus der Natur. Argon ist jetzt inert, das ist ein Edelgas, das wird nicht gebildet, nicht verbraucht. Das heißt, da gibt es keine Quellen und keine Senken. CO2 ist sowohl biogen, wir wissen, es wird veratmet, ja, als auch anthropogen. Wir wissen, bei allen Verbrennungsprozessen wird CO2 frei. Und das Gas, das ich später noch deutlich behandeln werde, ist Methan. Auch da haben wir biogen und anthropogen. Und das Stickoxid, also Lachgas, N2O, auch biogen und anthropogen. Da sehen wir schon, nicht alle Quellen dieser Treibhausgase sind nur anthropogen. Einige Quellen sind auch tatsächlich biogen und wir müssen das sauber unterscheiden. So, das bestimmt jetzt eigentlich die Temperatur, die an der Erdoberfläche herrscht. Und da können wir einfach mal ein ganz naives Modell uns anschauen und sagen, das ist nur die Strahlungsbilanz. Strahlungsbilanz heißt, die Sonne strahlt eine gewisse Energie auf die Erde ein. Die Erde strahlt diese Energie zum Teil wieder zurück. Und ich mache eine Bilanzgleichung auf, wie viel bekommt die Erde, wie viel sendet die Erde aus. Und aus dieser Bilanzgleichung kann ich im Endeffekt ausrechnen, wie warm oder wie kalt ist die Erde. Also ich brauche den Energiefluss von der Sonne und ich brauche die Abstrahlung der Erde in das Weltall. Und wenn wir uns jetzt mit Einstrahlung und Abstrahlung befassen, müssen wir ein bisschen was über Spektralbereiche sagen, die dafür wichtig sind. Ich habe hier mal das gesamte elektromagnetische Spektrum abgebildet. Und dieser ganz kleine Bereich, der jetzt hier nochmal groß raus vergrößert ist, das ist das sichtbare Spektrum. Und sowohl auf der kurzwelligen Seite links, als auch auf der langwelligen Seite rechts, ist eigentlich noch ein viel, viel größerer Bereich des Spektrums. Also kurzwellige haben wir die Gammastrahlung, die Röntgenstrahlung, das Ultraviolett. Dann schließt sich der sichtbare Bereich ein und längerwellig haben wir dann Infrarot, Mikrowellen und schließlich Radiowellen. So, in welchem Spektralbereich strahlt die Sonne ihre Energie auf die Erde ein? Das habe ich mal hier gezeigt. Das ist die typische Verteilung der spektralen Bestrahlungsstärke in Abhängigkeit von der Wellenlänge von der Sonne. Und die gemessene und extraterrestrisch heißt in dem Fall über Satelliten, auch außerhalb der Atmosphäre, gemessene Bestrahlung. Und wir sehen diese gelbe Messkurve und darunter gelegt habe ich jetzt ein sogenanntes Schwarzkörperspektrum. Das ist eigentlich egal, wie ich das ausrechne. Das ist eine theoretische Beschreibung, wie ich diese spektrale Energieverteilung angeben kann. Und wir sehen, das Sonnenlicht entspricht in ziemlich guter Näherung einem Schwarzkörperstrahler, das auf der kurzwelligen Seite hier, also links, was fehlt, sind Absorptionen in der Sonnenatmosphäre. Aber im Allgemeinen kann ich daraus sehr schön ablesen, wie viel Energie, wie groß ist die Bestrahlungsstärke, Entschuldigung, also welche Leistung pro Quadratmeter und das ist die Verteilung über eine Wellenlänge und pro Nanometer Wellenlänge auf die Erde eingestrahlt wird. Und das heißt, wenn ich das Integral darüber bilde, also die Fläche, dann ist diese Fläche die Gesamtleistung pro Fläche, die eingestrahlt wird. Ja? Und wenn ich das integriere, dann komme ich auf 1367 Watt pro Quadratmeter. Das heißt, die Erde empfängt von der Sonne pro Quadratmeter im Schnitt 1367 Watt. Das ist viel. Das wird in einer der nächsten, der weiteren Vorlesungen Anlass sein, zu überlegen, können wir das nicht verwenden, diese Energie, die uns hier die Sonne kostenlos zur Verfügung steht. Und wenn einem in diesem Zusammenhang nur die Solartechnik, sei es jetzt Photovoltaik oder sei es Photothermik einfällt, muss man sagen, nein, alle regenerativen Energiequellen sind am Ende irgendwo auf die Sonne zurückzuführen. Nehmen wir die Windkraft. Wind ist durch Luftdruckunterschiede in verschiedenen Bereichen hervorgerufen. Die sind wetterabhängig und das wird von der Sonne angetrieben. Also Windkraft ist eigentlich Solarkraft.
Wasserkraft. Irgendwann musste das Wasser aus dem tiefsten Reservoir verdampfen, in ein hohes Reservoir gebracht werden und von da kann ich es jetzt wieder entnehmen, um Wasserkraftwerk zu betreiben. Auch das ist abhängig von der Sonneneinstrahlung. Was nicht von der Sonneneinstrahlung abhängt, fällt mir gerade ein, sind zum Beispiel Tidenhubkraftwerke. Ja, die sind unabhängig von der Sonnenstrahlung, da kommt es nur auf den Mond an. Also das sind Gezeitenkraftwerke. Aber ansonsten ist alles, was mir so einfällt an regenerativen Energiequellen, solargetrieben, also sonnengetrieben. So, und jetzt gehe ich bei der Bestimmung dieser spektralen Energiekurve auf den Erdboden. Und der einzige Unterschied, jetzt habe ich aber meine Atmosphäre dazwischen. Und was ich jetzt noch messen kann, ist diese untere, total durchlöcherte Kurve. Und es ist auch gut, dass sie so durchlöchert ist, weil auf der linken Seite am UV schneidet ein Bestandteil unserer Atmosphäre, nämlich das Ozon, die ganze kurzwellige Strahlung ab. Wenn wir das nicht hätten, wäre das Leben auf der Erde überhaupt nicht möglich. Auf der anderen Seite sehen wir ganz, ganz tiefe Einschnitte hier auf der langwelligen Seite. Je länger wellig wir kommen, umso weiter gehen wir ins Infrarote rein. Und um diese Einschnitte auf der langwelligen Seite werden wir uns jetzt gleich noch mal ein bisschen näher kümmern. Also das ist jetzt im Moment nur, was strahlt die Sonne pro Fläche auf die Erde ein. Und wir haben festgestellt, es ist im Sichtbaren und das Maximum, wenn wir mal gucken, liegt bei 500 Nanometer. 500 Nanometer ist grün und unsere Evolution hat uns deswegen Augen geschenkt, die im Grünen die höchste Empfindlichkeit haben, um eben dieses Licht der Sonne am besten ausnutzen zu können. So. Aber wir wollen uns ja nicht nur damit befassen, was strahlt die Sonne an Energie ein, sondern auch, was strahlt die Erde an Energie ab. Was ist der große Unterschied? Die Oberflächentemperatur der Sonne sind 5700 Kelvin ungefähr, also ganz grob 6000 Grad. Die Oberfläche der Erde sind irgendwas 280, 290 Kelvin. Viel kälter. Und je kälter ein Körper ist, umso langwelliger ist die Abstrahlung verschoben. Also auf der linken Seite, diese Kurve, zeigt nochmal das, was wir eben gesehen haben, was die Sonne einstrahlt. Auf der rechten Seite, die Kurve, und das sind jetzt drei gezeigt, einfach mal für drei verschiedene Temperaturen, ist das, was die Erde abstrahlt. Ja, also die Erde strahlt wesentlich langwelliger im Infraroten wieder ab. Und wenn wir jetzt, und also jeder, der hier Physik oder Chemie studiert hat, wird das auch machen können, mit den Strahlungsgesetzen eine Bilanzgleichung aufstellt und die gegebene Sonnentemperatur einsetzt, kann sich die reine Strahlungstemperatur der Erde ausrechnen und die liegt bei 255 Kelvin. 255 Kelvin sind minus 18 Grad Celsius. Und dann muss man fragen, oh, ist unsere Rechnung so falsch? Ist unser Modell so falsch? Ja, es ist das Modell, was falsch ist, weil ich habe ja jetzt bisher nur reines Strahlungsgleichgewicht berücksichtigt. Das wäre eine ganz gute Näherung für den Mond. Der Mond hat praktisch keine Atmosphäre. Und das, was da eingestrahlt wird, geht auch einfach so, aber langweilig verschoben wieder zurück. Auf der Atmosphäre, auf der Erde haben wir noch was weiteres. Auf der Erde haben wir eine Atmosphäre, die dazwischen ist. Und diese Atmosphäre ist in der Lage, langwellige Anteile zu absorbieren. Und wenn wir jetzt mal nach rechts gucken, dann ist diese schöne Schwarzkörperkurve praktisch nicht mehr vorhanden. Die ganzen infrarotaktiven Gase auf der Erde haben die beiden Ränder komplett weggeknabbert. Und zwar viel, viel mehr als auf der Einstrahlungsseite. Das heißt, auf der Einstrahlungsseite ist unsere Atmosphäre fast transparent. Die Energie kommt rein. Auf der Ausstrahlungsseite habe ich aber nur noch kleine Fenster, die übrig bleiben. Und der ganze Rest wird von diesen, wir nennen das klimaaktiven Gasen, geschlossen. Das heißt, die Energie kann erstmal nicht mehr raus. So. Und wenn wir das noch mit einberechnen, dann kommen wir auf eine Differenz von 33 Kelvin und dann kommen wir auf eine mittlere Oberflächentemperatur von 15 Grad, die ich ganz am Anfang mal erwähnt habe, als einen möglichen Absolutwert.
Und diesen Effekt, dieses Delta von 33 Kelvin, nennt man auch den natürlichen Treibhauseffekt. Wenn es den nicht gäbe, wäre unsere Erde, genau wie der Mond, eiskalt, beziehungsweise auf der sonnenzugewandten Seite fürchterlich heiß, weil da natürlich mehr Energie erstmal eingestrahlt wird, als kurzfristig abgestrahlt werden kann. Aber die Durchschnittstemperatur auf dem Mond ist viel, viel geringer und deswegen ist es erstmal gut, dass wir diese Atmosphäre haben und es ist gut, dass diese Atmosphäre treibhausaktive, also klimaaktive Gase beinhaltet. Und die Folie habe ich mich mitreißen lassen, habe ich jetzt quasi schon mündlich erzählt. Wir haben ein Ungleichgewicht in unserer Bilanz. Es wird nicht alles, das was eingestrahlt wird als Energie, auch wieder abgestrahlt. Und die verbleibende Energiemenge, die heizt jetzt die Erde um diese 33 Grad Celsius oder 33 Kelvin auf. So, aber jetzt haben wir gesehen, es gab Fenster in dieser Infrarotemission der Erde. Also nicht an jedem Punkt wird gleich viel absorbiert. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, weil das widerlegt auch eines der Argumente, die immer wieder gebracht werden, warum es den Treibhauseffekt gar nicht geben soll und so, nämlich das der geringen CO2-Konzentration. Also das Argument ist dahingehend, wir haben so wenig CO2 in der Atmosphäre, wenn ich es jetzt nochmal in Prozent sage, es sind 0,04%, und dann wird immer gerechnet, wie viel oder wie wenig Prozent da Deutschland beiträgt, und dann wird geschlossen, dass diese kleine Änderung ja wohl gar nichts ausmachen könnte. Halt, so darf man natürlich nicht rechnen, weil, ich habe eben schon gesagt, nicht alle Gase können Infrarotstrahlung absorbieren. Und jetzt müssen wir uns mal darum kümmern, welche Gase können das und welche Gase können das nicht. Und dazu habe ich jetzt diese obere Kurve, die hatten wir eben schon mal gesehen, aufgeteilt in Absorptionen der einzelnen Substanzen. Und da sehen wir die Kurve, an der rechts Wasserdampf steht. Die macht die ganze langwellige Seite zu. Wasserdampf ist ein extrem potentes Treibhausgas. Dann CO2 macht zwei noch bestehende Fenster zu. Einmal die 15 μ-Bande auf der rechten Seite, die Begriffe werde ich gleich nochmal erklären. Einmal die 4,3 μ-Bande hier auf der linken Seite fallen genau in atmosphärische Fenster. Das heißt, die schließen die. Da kommt keine Strahlung mehr raus. Methan, Stickoxide haben alle Absorptionen, wo eigentlich Infrarotstrahlung raus könnte. Was fehlt in dieser Liste? Oh, in dieser Liste fehlt auf der langwelligen Seite Stickstoff, Wasserstoff, Argon. Stickstoff, Sauerstoff und Argon. Wir erinnern uns an die Zusammensetzung der Atmosphäre. Stickstoff 78%, Sauerstoff 21%, Argon 1% macht 99%. So. Das heißt, nur noch 1% der Gase ist überhaupt treibhausaktiv. Und von diesem 1% ist jetzt fast die Hälfte CO2. Wenn wir das also erhöhen, dann erhöhen wir den Anteil der Treibhausgase, wenn wir das um 10 oder 20% erhöhen, auch wirklich um 10 oder 20% und um nicht 10 oder 20% von 0,04%. Es ist vollkommen egal, wie verdünnt die in der Atmosphäre sind, weil die Gase, mit denen sie verdünnt werden, tragen nicht zum Treibhauseffekt bei. Sie sind nicht infrarotaktiv. Sie absorbieren keine infrarote Strahlung. Und Gase, die das überhaupt nur machen, jetzt vielleicht wieder für die Naturwissenschaftler, Gase, die es nicht machen, sind homoatomare, diatomige Moleküle. Also gleichatomige, zweiatomare Moleküle. N2, O2, H2, alle die können keine Infrarotstrahlung absorbieren. Atomare Gase, Argon, kann kein Schwingungsspektrum haben, kann keine Infrarotabsorption haben. Das Erste, bei dem wir uns mal drum kümmern, ist das CO2. Und CO2 hat vier Schwingungen. Von diesen vier Schwingungen sind aber zwei gleich. Die sind hier mit Nü2 bezeichnet. Machen wir die erste, die ist am einfachsten zu erklären. Die nennt sich eine symmetrische Streckschwingung. Mein Kopf ist der Kohlenstoff, meine Fäuste sind der Sauerstoff. Und das ist genau diese Schwingung. Nennt sich symmetrische Streckschwingung. Während dieser Schwingung, jetzt wieder für die Naturwissenschaftler, ändert sich das Dipol des Momentes des Moleküls nicht. Und weil sich das Dipolmoment nicht ändert, kann durch diese Schwingung kein
Infrarotstrahlung absorbiert werden. Diese Strahlung ist nicht infrarotaktiv und deswegen sehen wir da oben im Spektrum auch tatsächlich nur zwei Banden. Nehmen wir die nächste, die NU2. Und da habe ich gesagt, die besteht aus zwei Komponenten, die sind aber entartet, sagt der Spektroskopische, das heißt, die sind energiegleich, das soll uns mal reichen. Das ist schlicht und ergreifend diese Bewegung, wieder Kohlenstoff und sagen wir Sauerstoff, das nennt sich die Knickschwingung. Und davon gibt es genau zwei, nämlich diese hier und diese hier. Aber kann man sich jetzt ganz gut vorstellen, ich bin zwar ein unsymmetrischer Körper für diese beiden Bewegungen, CO2 ist aber symmetrisch, die beiden sind gleich. Es spielt ja keine Rolle, in welche Richtung das geknickt wird. So, und diese Schwingung, μ2, macht die 15-μ-Bande, die wir eben schon gesehen haben. Und in diese 15-μ-Bande habe ich jetzt nochmal ein bisschen reingezoomt und dann sieht man, das ist gar keine so eine Bande, das sind unglaublich viele einzelne Linien, die dieses Spektrum ausmachen. Und dann gibt es noch eine weitere, die bei 4,3 μ, das ist die sogenannte μ3, die sind einfach von der Energie her durchnummeriert, das ist die antisymmetrische Streckschwingung. Also die symmetrische, die nichts ändert, war diese hier und die antisymmetrische ist diese hier. Ja? Also auch eine Streckschwingung, aber gegenphasig. Bei der ändert sich ein Dipolmoment und somit ist die wieder infrarotaktiv und man sieht ja auch, sie taucht im Infrarotspektrum auf. Hier unten habe ich eine Skala, das ist eine Skala in Wellenzahlen. Spektroskopiker arbeiten lieber in Wellenzahlen, weil das ist eine energieäquivalente Größe. Chemiker rechnen häufig in Wellenlängen, deswegen habe ich jetzt nochmal die Wellenlänge in 15 μ oder 4,3 μ angeschrieben. Ich mag das nicht, weil man rechnet einfacher mit Energien, aber das Problem ist, in der Literatur taucht halt immer die 4-μ-Bande und die 15-μ-Bande auf und deswegen ist das hier nochmal ausdrücklich erwähnt. Und das zweite sehr potente Treibhausgas, was ich erwähnt habe, ist Wasser. Und auch hier haben wir jetzt eine Menge Schwingungen. Ich spreche sie nur mal ganz kurz an. Ja, Wasser ist jetzt so gewinkelt. Und wir haben auch hier eine symmetrische Streckschwingung. Das wäre also die. Wir haben eine antisymmetrische Streckschwingung. Das wäre die. Und wir haben eine Knickschwingung. Das wäre die. Ja, der einzige Unterschied ist im Grunde ein gewinkeltes Molekül und kein lineares Molekül. Und auch hier nochmal gezeigt, wenn ich das Spektrum der 6,2-μ-Bande rausvergrößere, dann sieht man, dass es eigentlich ganz, ganz viele einzelne Übergänge sind und es kommt daher, dass das Molekül eben nicht nur schwingt, sondern während dieser Schwingung auch rotiert. Und diese ganzen Rotationszustände, die liefern diese einzelnen Linien. Also warum sich, wenn sich jetzt jemand fragt, warum ich diese so schön aufgezogenen Spektren hier zeige, ist, weil das ist genau mein Arbeitsgebiet. Also ich mache hochauflösende Spektroskopie. Es ist jetzt für den Treibhauseffekt, außer für eine Detailinformation, nämlich diese Frage, die auch immer wieder aufgeworfen wird, ist denn das CO2-Spektrum schon gesättigt oder ist es noch nicht gesättigt? Ist die Liniendichte bei einer gewissen Temperatur eine ganz große Frage? Ich werde das in einer der anderen Vorlesungen nochmal tiefer behandeln, aber hier schon mal angesprochen, es ist durchaus von Belang, dass dieses Spektrum nicht einfach ein Blob ist, der alles zumacht, sondern dass es dazwischen noch Bereiche gibt, wo durchaus auch noch Strahlung durchkommen kann. So, und hier habe ich jetzt mal die wesentlich kompliziertere Bilanz aufgezeichnet, wenn man berücksichtigt, dass die Erde eine Atmosphäre hat. Also, weiterhin solare Einstrahlung und hier stehen jetzt 342 Watt pro Quadratmeter. Was soll das? Er weiß nicht, was er sagt. Eben habe ich noch gesagt 1300 Watt pro Quadratmeter, schon sind es nur noch 342 Watt pro Quadratmeter. Das ist relativ einfach. Die 1300 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung, die beziehen sich jetzt, was im Mittel über die gesamte Erdoberfläche eingestrahlt wird. Die 342 Watt sind genau ein Viertel davon. Das ist nämlich nur die Seite, von der alleine abgestrahlt wird. Ja, wenn ich eine Strahlungsbilanz betrachte, dann muss ich mir anschauen, was wird denn abgestrahlt. Also nehmen wir eine Kugel und diese Kugel strahlt in das komplette Kugelvolumen ein. Ja, aus der Schule noch 4/3 πr/3 ist das Kugelvolumen. Also das ist die Abstrahlung. Aber wenn wir uns angucken, wo kommt denn Strahlung an, dann kommt Strahlung
so an. Ja, das ist jetzt natürlich die Verhältnisse total verzeichnet. Hier kommt nichts an. Und im Grunde muss ich den Querschnitt hier bilden. Der Querschnitt, den ich hier bilde, ist aber eine Kreisfläche. Ja, und diese Kreisfläche hat 2 Pi R Quadrat. Und das Verhältnis von den beiden sind eben genau dieses Verhältnis von 4. Und deswegen haben wir es hier nochmal durch 4 geteilt. Also 342 strahlt Watt pro Quadratmeter strahlt die Sonne ein. Dann wird ein großer Teil an Wolken reflektiert und ein Teil wird am Boden reflektiert. Diese reflektierten Teile nennt man Albedo. Das ist das sogenannte Rückstrahlverhältnis der Erde. Also wir sehen, 107 Watt werden reflektiert, 342 fallen ein, also es ist ungefähr ein Drittel der Strahlung wird direkt mal von der Erde wieder zurückreflektiert. Ja, das ist gut, weil das senkt die Temperatur wieder. Und dann können wir gleich mal überlegen, welche Flächen haben eine besonders große Albedo. Natürlich, das ist das Rückstrahlverhältnis, alles was hell ist. Ja, also Eis hat eine sehr hohe Albedo. Was hat eine kleine Albedo? Meerwasser. Meerwasser ist dunkel, absorbiert viel Strahlung. Ja, also wir müssen schauen, dass das Verhältnis Eis zu Meerwasser möglichst weit auf der Seite Eis liegt. So, dann wird ein Teil in der Atmosphäre absorbiert, ein Teil wird am Boden absorbiert. Ganz wichtig in der Atmosphäre sind Evaporation, Transpiration und Konvektion, fasse ich zusammen unter Wetter. Ja? Wolkenbildung, Wolkenabregnen, dabei steckt auch ein ganz schöner Anteil an Energie drin. Dann 350 Watt werden vom Erdboden wieder zurückgestrahlt in die Atmosphäre. In der Atmosphäre sind jetzt meine Treibhausgase, die absorbieren wieder einen Teil dieser Strahlung, strahlen ihn selber wieder ab. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Sie strahlen ihn nach unten ab, dann bleibt die Energie da, wo sie ist. Sie strahlen es nach oben ab. Und das kann ich immer weiter fortsetzen, diesen Prozess, bis ich am Atmosphärenrand bin und dann ist irgendwann die Strahlung weg. Ja, also ich kann die Strahlung auch nach außen transportieren. Und jetzt ist die Frage, warum ändern dann Treibhausgase irgendwas? Das macht doch eigentlich nur das Verhältnis, wie viel geht nach oben und wie viel geht nach unten. Dann dauert halt ein bisschen länger, bis er oben angekommen ist. Das ist aber nicht der Punkt, sondern wir müssen immer betrachten, dass die Atmosphäre, was die Temperatur betrifft, nicht homogen ist. Wenn wir nach oben gehen, wissen wir alle, wird es kälter. Ungefähr pro 100 Meter 1 Grad, pro Kilometer 10 Grad, pro 10 Kilometer ungefähr 100 Grad. Ja, wer im Flugzeug geflogen ist, Flughöhe 10.000 Kilometer, guckt drauf, da steht minus 80 Grad, wir sind bei 20 Grad losgeflogen, macht ungefähr diese 100 Grad Temperaturdifferenz in 10 Kilometer Höhe. Also die Atmosphäre wird nach oben kälter. Und jetzt sagt mir das Strahlungsgesetz, die Abstrahlung ist proportional zur vierten Potenz der Temperatur. Die ist unglaublich stark von der Temperatur abhängig. Je kälter es wird, umso weniger strahlen die Moleküle wieder ab. Und was wir jetzt machen, wenn wir Treibhausgase in unsere Atmosphäre bringen, dann wandern die irgendwann nach oben. Nach oben in einen Bereich, wo es sehr kalt ist, wo unsere Atmosphäre eigentlich abstrahlen möchte, aber jetzt sind da diese Treibhausgase und die verhindern dieses Abstrahlen. Das heißt, eigentlich verdicken wir die Schicht, in der unsere Erde abstrahlen möchte, aber nicht mehr kann. Die wird höher und somit ist die in diesem System gespeicherte Energie, die wird größer werden. So, und das erledigt sofort jegliches Sättigungsargument. Weil, wenn jemand sagt, also oder vielleicht erst nochmal, was heißt denn Sättigung überhaupt? Wenn wir unsere Atmosphäre hier unten betrachten, und wir stellen hier ein Gefäß hin mit CO2, der Konzentration, die wir hier auf die Erde haben, und leiten Infrarotlicht durch und stellen einen Detektor auf die andere Seite. Dann stellen wir fest, alles Infrarotlicht wird absorbiert. Und wenn wir diese Konzentration halbieren, dann ist immer noch alles absorbiert. Das heißt, das bezeichnen wir als Sättigung. So, und daraus leiten es manche Leute ab, okay, wenn das Spektrum gesättigt ist, dann heißt doch das, dass noch ein bisschen mehr CO2 auch nichts mehr ändert. Es wird doch sowieso schon alles absorbiert von Strahlung. Das ist richtig hier unten, aber das ist natürlich nicht richtig, wenn ich nach oben gehe, weil nach oben nimmt der Druck der Atmosphäre, das nennt sich barometrische Höhenformel, exponentiell ab. Damit nimmt der Gehalt an CO2 exponentiell ab. Und in den Höhen, wo die Erde wirklich abstrahlen könnte,
nämlich wo es kalt ist und wo wir weit außen sind, da ist so wenig CO2 im Moment drin, dass es bei weitem nicht gesättigt ist. Und jedes Molekül CO2, was wir hier unten einbringen, landet irgendwann da oben und verhindert oben in diesem Bereich die Abstrahlung. Deswegen ist das Sättigungsargument einfach nicht richtig. Das Spektrum hier am Erdboden ist gesättigt, das Spektrum in der Abstrahlungshöhe ist bei weitem nicht gesättigt. So, und um das ein bisschen zu quantifizieren, hat der IPCC einen neuen Begriff eingeführt, den gab es vorher nicht, den des Strahlungsantriebs, auf Englisch Radiative Forcing. Ach, jetzt habe ich was vergessen. Das hatte ich auf einer der ersten Folien vermerkt. Es gibt im Bereich der Klimaforschung, Atmosphärenforschung sehr viele Begriffe, die im Englischen sehr gebräuchlich sind und die entweder übersetzt wurden oder eins zu eins im Deutschen übernommen wurden. Und wir haben ein kleines Glossar gemacht, das ist auch im Ilias hochgeladen, mit Übersetzungen dieser englischen Begriffe ins Deutsche. Also dieses Radiative Forcing oder wenn es von der Sonne kommt, Solar Forcing, ist auf Deutsch der Strahlungsantrieb. Und der wurde eingeführt, um diesen Anteil der externen Faktor auf die Strahlungsbilanz quantifizieren zu können. Und das ist ein Maß für die Änderung der Energiebilanz auf der Erde durch zum Beispiel Treibhausgase. Treibhausgase sind einer dieser externen Faktoren, von denen ich hier so spreche. Und der Strahlungsantrieb von CO2 beträgt im Moment 1,7 Watt pro Quadratmeter. Das klingt jetzt nicht unbedingt erschreckend, ja. Wir erinnern uns, Solarkonstante jetzt für Einstrahlung und Abstrahlung war 342 Watt pro Quadratmeter. Und da kommen jetzt ungefähr nochmal 2 Watt pro Quadratmeter dazu. Aber das ist das, was ich ganz am Anfang versucht habe zu vermitteln. Es kommt uns nicht auf die Absoluttemperatur und Absoluteffekte an, sondern auf Änderungseffekte. Es gibt eine ganz, ganz einfache Formel, mit der man diesen Strahlungsantrieb umrechnen kann in eine Temperaturänderung. Also die Temperaturänderung dT ist der Strahlungsantrieb dS mal der absoluten Temperatur, die man hat, dividiert durch 4 mal der Solarkonstante. Das kann sich jetzt jeder ausrechnen, was sich daraus ergibt. Und das IPCC hat auch eine ganz einfache Formel angegeben, mit der man den Strahlungsantrieb abschätzen kann. Nämlich so eine Konstante, 5,3 Watt pro Quadratmeter mal dem Logarithmus der Konzentration jetzt zur Temperatur vor der, Entschuldigung, da steht nicht Watt pro Quadratmeter, da steht natürlich Kelvin. Die Folie habe ich vorher gerade gemacht. Okay. Also mit dieser Formel kann man die Temperaturänderung abschätzen. Und ich habe das mal gemacht. Nee, kommt erst auf der nächsten Folie. Hier ist jetzt nochmal gezeigt, die Entwicklung der CO2-Konzentration. Auch die Folie hatte ich beim letzten Mal schon gezeigt. CO2 steigt an wir haben jetzt hier 1960 angefangen, wir wissen, der vorindustrielle Wert war 280 ppm, auf jetzt 415 ppm in 2019. Also diesen Anstieg habe ich jetzt einfach mal zugrunde gelegt. Der Grund für diese starke Fluktuation, das haben wir beim letzten Mal schon kurz besprochen, ist tatsächlich die Änderung der Vegetation. Also wir haben auf der Nordhalbkugel viel mehr Blattmasse als auf der Südhalbkugel. Und im Frühjahr, wenn quasi die Vegetationsperiode hier ihr Minimum hat, ist das meiste CO2 freigesetzt und wird dann durch Aufbau von Biomasse gebunden und nimmt dann bis in den Herbst hin ab. Und da die Biomasse auf der Nordhalbkugel stärker vertreten ist als auf der Südhalbkugel, ergibt sich dieses Ungleichgewicht, was sich in dieser gezackten Kurve widerspiegelt. So, ich nehme jetzt aber nur die durchgezogene Kurve, den Mittelwert, und habe damit nach der Formel vom IPCC die Temperaturänderung berechnet. Hier unten ist gezeigt der Gehalt an CO2. Hier die 280, wo ich angefangen habe, sind der vorindustrielle Wert. Nach oben ist eine Temperaturänderung aufgezeichnet. Wir gehen rüber bei 400 etwas, wo wir heute sind, sind wir ungefähr bei 0,6 Grad. Das heißt, alleine das CO2 trägt schon zu 0,6 Grad zur Erwärmung bei.
Aber um das Ganze noch ein bisschen erschreckender zu machen, wir gehen nach 600 und sehen sofort, wir sind ja bei 1,2. Und 600 ist nicht so aus der Welt, wenn man sich die jetzigen Steigerungsraten anguckt. Ja, das ist in 10, 15 Jahren, könnte sowas erreicht werden bei einer Politik, das weiter so und keinerlei Einsparungen. So, CO2 ist dummerweise nicht das einzige Problem, was wir haben. Es gibt noch zwei andere, Methan und Stickoxid. Und hier möchte ich jetzt gleich darauf verweisen, die Skalen auf der linken Seite sind unterschiedliche Skalen. Oben beim Kohlendioxid haben wir ppm, parts per million. Beim Methan und Stickoxid haben wir ppb, also Teile pro Milliarde. Die Skala ist um den Faktor 1000 gestreckt. Das heißt, der Gehalt an Methan ist nicht höher als der an CO2, sondern ich muss diese Skala durch den Faktor 1000 dividieren. Also wenn ich das als ppm-Skala auftragen würde, dann wäre der untere Wert bei 750 0,75 und es würde enden die Skala bei 1,75. Ja? Also deutlich geringer als die Skala oben. Kann man fragen, okay, wenn so viel weniger Methan drin ist, und wir wissen ja, es ist sehr wenig Methan in der Luft, zum Glück, und es sind auch wenig Stickoxide in der Luft, zum Glück, wenn die wirklich so gering sind, warum reden wir überhaupt von denen? Weil das wesentlich klimasensitivere, also treibhausaktivere Gase sind als das Kohlendioxid. Methan ist um den Faktor 80 klimasensibler, das heißt, die Erwärmung aus einem Molekül Methan ist 80 Mal größer als die aus einem Molekül CO2. Und deswegen müssen wir auch über diese Moleküle reden. Und wir haben ja gesehen, auch das ist auf dieser Skala nochmal gezeigt, nur jetzt auf einem Maßstab, wo man die Anstiege viel besser sieht. Die steigen alle praktisch um 1800, 1850 an. Beginn der industriellen Revolution und starke exponentielle Zunahme der Weltbevölkerung. Ja? Das heißt, das sind Faktoren, die etwas mit uns zu tun haben. So. Jetzt will ich auch nicht verschweigen, der Strahlungsantrieb, da gibt es positive und negative. Also positiv ist jetzt eigentlich in dem Sinne für den Treibhauseffekt negativ, nämlich schlecht. Also positiv heißt ja, es wird mehr zurückgestrahlt. Und ganz links haben wir so einen Balken. Da haben wir die potenzielle Erwärmung aufgrund von CO2, Methan, Stickoxid, FCKW. Und wir sehen, da liegen wir bei ungefähr 2 Grad Celsius. Troposphärisches Ozon trägt auch noch zur Erwärmung bei. Ruß trägt zur Erwärmung bei. Kondensstreifen tragen zur Erwärmung bei. Aber es gibt noch das stratosphärische Ozon, das kühlt ab. Sulfat, das ist hauptsächlich in der Gischt von Meeren, kühlt ab. Aerosole kühlen ab, also bei Vulkanausbrüchen haben wir immer in der Folge des Vulkanausbruchs in den Jahren danach eine ganz, ganz starke Abkühlung. Das ist hauptsächlich ein Aerosoleffekt, weil die Erde jetzt einen Teil der Sonnenstrahlung, also es erhöht die Albedo ganz dramatisch. Wir haben auch noch einen zusätzlichen bei Vulkanausbrüchen Sulfateffekt, nämlich ganz viel Schwefelsäure wird freigesetzt bei Vulkanausbrüchen. Schwefelsäure reflektieren Sonnenlicht wunderbar. Das heißt, die Albedo wird hoch, es wird weniger auf der Erde abgelagert, weniger Energie und die Temperatur sinkt. Und aus dieser ganzen Bilanz der einzelnen Erwärmungen und Abkühlungen kann man sich dann ausrechnen, welcher Effekt ist wie groß und welchen Effekt muss ich verringern. Also es hilft nichts, nur tatsächlich an den Treibhausgasen zu arbeiten. Man muss zum Beispiel auch an die Aerosole ran, ja? Ruß ganz stark vermindern. Bei Kondensstreifen, da ist es noch in der Frage, wie groß hier der Fehlerbalken wirklich ist. Da gibt es Studien, die den Wert an positiven Strahlungsantrieb deutlich höher einschätzen als der hier gegebene. Und zwar aus dem einfachen Grund, diese Kondensstreifen bestehen zum Großteil aus Wasserdampf, aber auch CO2. Und das wird jetzt in der Höhe ausgebracht, wo normalerweise das CO2, ich habe gesagt, irgendwann ist das CO2 auch oben. Aber das dauert natürlich lang. Aber mit dem Flugzeug schaffen wir es in 10 Minuten hoch. Ja? Und dann ist es genau da oben, wo wir nicht wollen, dass es ist. Und das ist der Grund, warum die Klimasensitivität dieser Kondensstreifen unter Umständen größer ist. So, hier habe ich nochmal
den anthropogenen Anteil aufgelistet. Und dieser anthropogene Anteil bei einer Konzentration von 300 ppm, also Sie sehen, die Formel ist schon ein bisschen, die Folie ist schon ein bisschen älter. Das hatten wir ungefähr im Jahr 1990. Da war der Effekt von CO2 0,4 und die Hälfte der Temperatur kam vom CO2. Wenn das jetzt auf 600 ppm steigen würde, dann ist der Temperaturbeitrag vom CO2 schon 3 Grad und 54% der Gesamtänderung. Das habe ich für alle Treibhausgase aufgelistet. Und oben sehen wir, im Moment tragen alle Treibhausgase ungefähr 0,8 Kelvin Erwärmung bei. Wenn wir die mehr oder weniger verdoppeln, sind wir bei 5,6, also mehr oder weniger bei 6 Grad Erwärmung. Ja, und das ist natürlich absolut nicht hinnehmbar. Also wir dürfen in keinem Fall für die Konzentration der treibhausaktiven Gase dieses weiter wie bisher der Politik durchgehen lassen. Und jetzt die Frage, die ich ganz am Anfang mal aufgeworfen habe, warum denn gerade 1,5 Grad? Ja, warum nicht 2,5, 2, 5 Grad? Alles das sind ja mögliche Zielzahlen. Was macht diese 1,5 Grad so wichtig? Und da werde ich jetzt eine Folie noch dazu zeigen und die hat das Thema Kipppunkte und werde dazu was sagen. Ab 1,5 Grad rechnet man damit, dass die große Chance besteht, einen oder mehrere dieser Kipppunkte zu erreichen. Wie gesagt, zu denen sage ich noch was. Aber auch ohne die Kippelemente ist ab 1,5 Grad eine Grenze erreicht, wo der Lebensbereich von Menschen betroffen wird. So, also es gibt Bereiche auf der Erde, die werden nachteilig beeinflusst werden. Wenn ich sage, es gibt Bereiche, dann heißt das, nicht alle werden nachteilig beeinflusst werden. Es gibt durchaus Bereiche auf der Erdoberfläche, die einen Vorteil haben werden von einem möglichen Treibhauseffekt. Die Frage, die sich daraus ergibt, wie kann man das ethisch bewerten? Wie kann man Weltregionen gegeneinander aufrechnen? Ist es gut, wenn wir hier länger anbauen können? Aber um welchen Preis werden wir das können? Was passiert in anderen Regionen? Was passiert in Afrika? Und die darüber hinausgehende Frage, was passiert mit Migration in Zukunft, wenn die Leute in Afrika gar nicht mehr anbauen können, weil die Klimazonen sich so verschoben haben, dass es dort nicht geht? Und diese Fragen wird der Herr Wündisch von der HHU, der ist an der Philosophischen Fakultät, und der wird einen dieser Vorträge zu Ethik und Klimawandel handeln. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wo es Gewinner gibt, gibt es natürlich immer Verlierer. Und unser Wirtschaftssystem ist darauf ausgerichtet, dass Gewinner dadurch produziert werden, dass es Verlierer gibt. Ja, unser Reichtum ist der Armut anderer Gegenden auf dieser Erde. Und genauso wird es beim Treibhauseffekt auch kommen. Und mögliche Lösungen werden überhaupt nur dann in Betracht kommen, wenn es in Zukunft gelingt, einen Ausgleich zu schaffen. Also diese Verlierer wird es geben. Wir müssen die in irgendeiner Weise entschädigen, auf eine sozial gerechte Weise entschädigen. Ja, und nicht nur entschädigen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass ihre Lebensbedingungen so sind, dass sie wieder da überleben können, wo sie das möchten. Und wir reden also bei Klimagerechtigkeit häufig von Generationengerechtigkeit. Das ist absolut richtig, weil die Frage ist, wir, also als Ältere, haben einen Großteil des möglichen CO2-Budgets aufgebraucht und es steht für euch Jüngere entsprechend nur noch weniger dieses Budgets zur Verfügung. Das ist nicht gerecht. Insofern muss ein Ausgleich zwischen den Generationen stattfinden. Aber in gleicher Weise muss auch eine regionale Gerechtigkeit damit verbunden sein, die also global solche Unterschiede ausgleicht. Und nachdem ich jetzt so viel über anthropogene Einflüsse auf den Treibhauseffekt gesagt habe, möchte ich jetzt noch was sagen über natürliche. Und da gibt es hauptsächlich drei Stück. Und die werden auch immer von Klimaskeptikern angeführt oder Klimawandelleugnern angeführt als Argument gegen den Treibhauseffekt. Weil sie sagen, es gibt ja auch natürliche und die werten sie sehr, sehr hoch. Und einer davon ist die Variation der Sonnenaktivität. Und da in diesem Zusammenhang ganz häufig die Milankovitch-Zyklen eine Rolle spielen. Also wer sich einmal auf der Eike-Seite rumgetrieben hat, ist von diesen Milankovitch-Zyklen vollkommen
Ich habe dazu extra eine Folie mal gemacht, was die denn eigentlich sind. Dann, also die sind dafür verantwortlich, um es mal klipp und klar zu sagen, dass wir Eiszeiten hatten und dass wir Warmzeiten hatten. Die sind dafür verantwortlich. Aber in welcher Zeit entwickelt sich denn so eine Eiszeit? Über Hunderte, über Tausende Jahre. Und wir haben am Anfang gesehen, in den in den Erwärmungskurven, dass wir im Bereich von 20, 30 Jahren eine Erwärmung haben, die wir sonst im Bereich einiger hundert Jahre haben. Und da geht es wieder auf dieses Thema, ein Delta der Temperatur, eine Temperaturänderung. Natürlich, wenn sich etwas unglaublich lange ändert, hat auch der Mensch evolutionär die Möglichkeit, sich anzupassen. Und ich will gar nicht bestreiten, dass es auch möglich wäre, mit der Zeit mit einer 2 Grad höheren Durchschnittstemperatur zu leben. Wir würden die Städte halt weiter von der Küste wegbauen, die Anbauflächen würden woanders hin verlaufen. Das wäre möglich. Aber es ist nicht mehr möglich in dem Tempo, in dem wir das machen. Ja? Und das ist der große Unterschied zwischen anthropogenen und natürlichen Einflüssen. Die anthropogenen sind schnell, die natürlichen sind langsam. Zu den einigermaßen schnellen gehören die Vulkanausbrüche. Die sind aber auch ganz schnell wieder weg. Wir haben im Jahr normalerweise nach einem großen Ausbruch einen deutlichen Einbruch der Temperatur, aber im Jahr danach, wenn sich die Aerosole, die scheiden sich relativ schnell durch die Gravitation ab und wenn sie tiefer kommen, werden sie ausgewaschen. Wenn die weg sind, ist dieser Effekt auch weg. Und ein Jahr später habe ich wieder die ursprüngliche Temperatur. Wenn die Vulkane Treibhausgase ausstoßen, ist das natürlich ein Effekt, der langfristig wirkt. Und dann schließlich gibt es natürlich auch noch Wildfeuer. Wir haben alle die Bilder vor Augen, was im Moment im brasilianischen Regenwald passiert. Und natürlich hat das einen doppelten Effekt. Das hat den Effekt, dass wir zum einen CO2 freisetzen, zum anderen einen sehr potenten CO2 speichern, nämlich den tropischen Regenwald, dadurch vernichten. Ich war jetzt sehr, sehr großzügig und habe diese Wildfeuer den natürlichen Effekten zugeschlagen. Aber jedem von uns ist klar, der Großteil oder ein überwiegender Anteil dieser Wildfeuer sind keine Wildfeuer, sondern sind gezielt gelegte Brände, um Anbaufläche zu schaffen in den entsprechenden Ländern. Und ich will jetzt nicht Brasilien an den Pranger stellen, das betrifft Indonesien in genauso großem Ausmaß. Dort ist es was anderes, da geht es nicht um Weideflächen, da geht es um Palmölanbau und Vernichtung des tropischen Regenwaldes dort. Es geht um den tropischen Regenwald in Afrika. Also der tropische Regenwald ist einer der größten CO2-Speicher, die wir tatsächlich haben. Außer der Braun- und Steinkohle, die wir irgendwann mal im Boden haben. Aber das soll Thema einer ganz anderen Vorlesung sein. Jetzt zu diesen Milankovitch-Zyklen. Also der Milankovitch hat irgendwann mal festgestellt, es gibt Variationen, es gibt Variationen in der Einstrahlung der Sonne. Und die kommen durch eine Änderung der Exzentrität. So, und dann erinnern wir uns alle an die 3 Keplerschen Gesetze. Das erste Keplersche Gesetz sagt, die Planetenbahnen sind Ellipsen, in deren einen Brennpunkt die Sonne steht. Sonne, Erde, die Erde bewegt sich auf einer elliptischen Bahn um die Sonne und in dem Brennpunkt ist die Sonne. So, und die Änderung der Exzentrität ist das Verhältnis von der Halbachse zu dieser Halbachse. Also das wäre jetzt eine deutlich exzentrischere Bahn. Und wir sehen, auf der bewegt sich die Sonne natürlich weiter von der Erde weg. Dass das zu einer Änderung der Einstrahlung führt, ist ganz klar. Und die Änderung der Exzentrität habe ich hier aufgeplottet. Das ist die rote Kurve oben. Wir haben hier 1 Million Jahre. Ja? Einmal 10 hoch 6 ist 1 Million. Also ich habe hier die Änderung der Exzentrität, das haben Astronomen sehr genau gemessen, in 1 Million Jahre aufgetragen. So, jetzt passiert noch was weiteres, Präzession. Dazu hier nochmal die Erde. Wir wissen, die Erdachse ist geneigt, ungefähr 23 Grad. Hier oben ist der Nordpol, hier ist der Südpol. Und die Präzession heißt, die Erde dreht sich nicht jetzt einfach um diese Achse ganz genau, sondern dreht sich eigentlich um einen Kegelmantel. Ja? Das heißt, die rotiert hier auf so einem Kegelmantel. Das kennen wir alle, wenn wir einen Kreisel antreiben und kurz bevor er aufhört, sich zu drehen, fängt er an, diese Bewegung zu machen. Das ist das, was man als Präzession bezeichnet. Und natürlich ändert das den Winkel der Einstrahlung der Sonne auf die Erde und somit die Sonneneinstrahlung. Präzession kann man sehr genau messen. Das ist die blaue Kurve unten dran. Dann gibt es noch die
Obliquität. Die Obliquität ist einfach, das hier ist die jetzige Achse und der Winkel dieser Achse ändert sich um 1 bis 2 Grad in sehr langen Zeitskalen. Und diese Obliquität ist die Kurve in Magenta, die da drunter ist. Und alle diese Effekte zusammen geben dann die Kurve, die hier unten gezeigt ist. Und das sehen wir natürlich. Die Sonneneinstrahlung auf der Erde variiert über einen ganz großen Bereich. Aber diese Änderungen sind viel langsamer als das, was wir heute an Temperaturänderungen betrachten. Die kann man wunderbar nehmen, die korrelieren wunderbar mit den vergangenen Warmzeiten, mit den vergangenen Kaltzeiten, mit den Eiszeiten, aber sie korrelieren eben nicht mit der jetzigen sehr, sehr schnellen Erwärmung. Ja, deswegen noch ein paar Worte zu den Milankovitch-Zyklen und damit fasse ich es zusammen. Also wir haben gesehen, Klimawandel ist ein sehr komplexes Zusammenspiel von vielen Faktoren. Viele davon sind anthropogen oder die meisten sind anthropogen. Auf für uns relevanten Zeitskalen überwiegen im Moment die anthropogenen Einflüsse und die große Änderungsrate ist einzigartig in der bisherigen Geschichte unserer Erde. Und deswegen müssen wir Maßnahmen zur Begrenzung der Temperaturerhöhung treffen oder, wo das schon nicht mehr möglich ist, zumindest Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen. Und wir haben die Vorlesungsreihe genannt Klimawandel und ich. Und wir haben jeden Vortragenden oder wir werden jeden Vortragenden bitten, am Ende so eine kleine Bullet-Point-Liste zu machen mit Änderungen, die wir vorschlagen aus unserer Vorlesung heraus, wo jeder Einzelne was ändern kann. Gar kein politisches System und alle müssen, sondern wo kann jeder Einzelne was ändern. Und jetzt will ich natürlich nicht allen Vortragenden schon so viele Sachen wegnehmen, deswegen beschränke ich mich auf 2 Punkte. Wir müssen unseren CO2-Fußabdruck verringern. Ja, das haben wir eben gesehen, warum CO2 so wichtig ist. Und das heißt, wir können unsere Mobilität ändern, wir können unser Heizen ändern, kühlen, Strom, bauen. Alles das kann unseren CO2-Fußabdruck verändern. Wem das alles zu viel Aufwand ist, der hat eine ganz einfache Möglichkeit. Ganz kleine Effekte zählen auch. Wechselt die Suchmaschine, geht von Google auf Ecosia. Ich habe den Link hier angegeben. Ecosia pflanzt pro 10 Klicks einen Baum und außerdem wird Ecosia nur mit regenerativen Energien betrieben. Ja, das ist ein ganz kleiner Beitrag, den man nur liefert, aber Ecosia hat bisher 700 Millionen Bäume gepflanzt auf die Art und Weise. Ja. Das zweite ist, wie kann jeder Einzelne seinen CH4-Fußabdruck verringern? Ich bin gar nicht darauf eingegangen, was der Grund, das kommt auch in der weiteren Vorlesung, für das Methan ist, aber die Hauptmethanquelle ist in der Tat Fleischproduktion. Also jeder Einzelne kann seine Ernährung ändern, kann auf tierische Produkte verzichten. Wem das alles nicht möglich ist oder wem das zu viel ist, der kann kleiner anfangen. Habe ich auch eine Seite angegeben, Too Good To Go. Das ist eine ganz interessante Initiative, weil wir verschwenden auch sehr viel Methan für Lebensmittel, die längst produziert sind und dann weggeworfen werden, weil sie ihr Haltbarkeitsdatum überschritten haben. In dieser Initiative Too Good To Go haben sich einzelne Produzenten oder Zwischenhändler zusammengetan und geben Produkte stark verbilligt ab, kurz bevor sie das Haltbarkeitsdatum erreichen. Über eine App, die man über diese Seite sich runterladen kann, kann man gucken, wer beteiligt sich daran, was gibt es gerade. Wenn ich weiß, ich verbrauche sowieso in den nächsten 2 Tagen, muss ich kein Produkt kaufen, was noch 3 Wochen hält oder 3 Monate, dann greife ich zu solchen und verhindere, dass Lebensmittel, die unter Methanemissionen hergestellt wurden, vernichtet werden. Also so gehen die Schritte, die jeder machen kann, auch in diesem Punkt von ganz groß. Wir verzichten in dem ersten Schritt vielleicht auf Fleisch, wir verzichten später komplett auf tierische Produkte oder wir gehen in ganz kleinen Schritten. Es muss nicht jeder immer dasselbe Tempo gehen bei einer Entwicklung. Das war in dem Beispiel, das ich beim letzten Mal gezeigt habe, wo wir gesehen haben, wie hat die Politik es geschafft, dass die Industrie auf Fluorchlorkohlenwasserstoffe verzichtet. Sie hat es dadurch erreicht, dass sie einzelnen Ländern verschiedene Entwicklungsgeschwindigkeiten erlaubt hat. Entwicklungsländer durften länger verwenden, Schwellenländer mussten es schneller machen, Industrieländer ganz schnell.
Solche Maßnahmen müssen immer an Möglichkeiten gekoppelt sein. Und wenn man auf die unterschiedlichen Geschwindigkeiten von Volkswirtschaften, von Ländern und auch von Menschen eingeht, dann glaube ich, können wir sehr, sehr viel erreichen. Okay, und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, für eure.